Der Flugplatz Feuerstein in Oberfranken. Für zwei Segelflieger geht es heute hoch und weit hinaus. Segelfluglehrer Bernd Löser und Schüler Christian Horn, Spitzname Lucky, wollen 100 Kilometer fliegen. Das ist mein erster Flug, wo ich aus der Umgebung vom Platz rausfliege. Das heißt, wenn die Thermik uns verlässt, dann müssen wir irgendwo anders landen. Und das hatte ich bisher noch nie. Also wir verlassen quasi die sichere, bekannte Umgebung. Macht einen schon ein bisschen nervös. Ohne den erfolgreichen Streckenflug kein Segelflugschein für Lucky. Wir sind hier am Feuerstein jetzt und dann bei dem Wetter, glaube ich, fliegen wir Richtung Osten. Ja. So erstmal Richtung Pegnitz. Genau. Dann visieren wir Weiden an und wenden in Weiden. Und dann nach Nordwesten Richtung Bayreuth zurück zum Feuerstein. Jawohl, einmal gut über 100 Kilometer. Das Wetter sieht ja ganz gut aus. Das wird kein Spaziergang. Lucky muss navigieren. Das heißt, er muss die einzelnen Plätze finden, muss nach Sicht fliegen, muss sich in den Lufträumen zurechtfinden. Und wenn er dann aufgrund der komplexen Aufgabe tief kommt, dann müssten wir theoretisch außen landen und müssen uns eine Wiese oder ein Getreidefeld suchen, in das wir dann reinlanden. Naja, natürlich ist immer die Angst dabei, irgendwann mit der ganzen Aufgabe ein bisschen überfordert zu sein. Ich muss auf die Karte gucken, ich muss mich orientieren über Boden, Marken, Autobahnen, Bundesstraßen sehen. Und das Fliegen an sich erfordert natürlich auch ein bisschen Konzentration. Die Wolken sind der wichtigste Anzeiger beim Segelfliegen. Ihr Aufwind funktioniert wie eine Art Aufzug für das Flugzeug. Beim Segelfliegen hangelt man sich so von Aufwind zu Aufwind. Also wir versuchen, möglichst viel Energie immer aus den Aufwinden mitzunehmen. Und das ist so das Tolle an diesem Spiel. Wie weit schaffe ich es? Wie schnell schaffe ich es? Wie hoch komme ich? Wir haben den Fallschirm, falls am Flieger was kaputt geht, könnten wir aussteigen. Ich hoffe, das müssen wir nicht. Delta 1075, Schleppstrecke 08 frei. Ja, natürlich ein bisschen angespannt. Für den ersten Streckenflug muss das vielleicht auch so sein. Aber ich freue mich drauf und ich glaube, das wird ein schöner Flug. Um in die Luft zu kommen, brauchen Sie ein Motorflugzeug. Der sogenannte Schlepper wird Sie an einem Seil auf Höhe bringen. Die erste Startphase ist natürlich immer schon gefährlich. Wenn die Schleppmaschine einen Motorausfall hat, hätten wir ein Problem. Wenn das Seil reißt, hätten wir ein Problem. Das sind so die ersten 30 Sekunden, die Anspannung groß ist. Na denn. Erste Aufgabe, sich vom Schlepper ausklinken. Am besten an einer Stelle mit gutem Aufwind. Dafür sucht sich Christian eine Wolke, die vielversprechend aussieht. Ja, da die Wolken frontal, würde ich sagen, die nehmen wir. Die beiden wagen es. Wir klinken aus. Jetzt sind sie auf sich allein gestellt. So, Geschwindigkeit orientieren, da oben kurbelt einer. Wir müssen uns natürlich jetzt schon erstmal ein paar Minuten hier erstmal einfinden und das optimale Steigen erwischen. Wir gehen nach links, nächste Wolke. Ob der Aufwind stark genug ist, damit die beiden auf die notwendige Höhe kommen? Also richtig prickeln ist ja noch nicht, ne? Schaut ein bisschen besser aus, als es ist, ne? Neue Wolke, neuer Versuch. Ja, ich bin jetzt die nächste da am Visier. Sieht noch ein bisschen dicker aus. Ja, aber nicht vorbeifliegen. Wird es diesmal klappen? Mal links hoch, links hoch. Okay. So, Halleluja, das schaut ja blöd aus hier. Ja, da müssen wir durch. Das haben wir dann linkswärts, ein Stückchen nördlich. Wenn Lucky den Aufwind nicht bald findet, schafft er die 100-Kilometer-Strecke niemals und muss vielleicht auf einem anderen Platz landen. Ja, also die Komfortzone ist definitiv verlassen. Wir hätten jetzt hier im Notfall den Pegnitzer Flugplatz und den Bayreuther Flugplatz in der Nähe. Aber ich würde natürlich gerne auch wieder nach Hause kommen. Dann endlich die Erlösung. Jetzt haben wir einen guten gefunden, der steigt mit 2 Metern pro Sekunde. Der sollte uns sehr schön tragen. Der macht Mut für den weiteren Rest der Strecke.
Endlich kann Christian seinen ersten Streckenflug genießen. Dass wir hier ohne einen Topfen Sprit zu verbrauchen oder irgendwelches CO2 auszustoßen, durch die Gegend fliegen können, die Natur mitnehmen, die Natur irgendwie auch viel mehr spüren, glaube ich, als im Motorflieger. Das macht wahnsinnig Spaß, ist anstrengend, aber ist ein wunderschönes Gefühl, damit zu spielen. In etwa 2000 Meter Höhe nahe der Stadt Weiden wird gewendet. Das Wetter hat sich auch verändert, es ist deutlich ruppiger jetzt. Sieht alles ganz anders aus plötzlich, aber weiterhin spannend. Nach 2 Stunden Kurzurlaub heißt es Kilometer zählen. Ja, also ich habe jetzt gerade mal zusammengerechnet, wir haben jetzt gut 100 Kilometer. Das heißt, wenn er jetzt seinen Endanflug sauber gestaltet, dann haben wir einen erfolgreichen Abschluss hier. Und Christian wäre damit seinem Segelflugschein ein gutes Stück näher. Und die Delta 75 von der Position zur Landung auf 2,6 Grad. Perfekt. Na? Hey. Geschafft. Cool. Ja, Lucky, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, toller Flug. Ja, ist nicht ganz einfach, aber hat funktioniert. Hat Spaß gemacht, das erste Mal weg zu sein, richtig, ist interessant. Ist aber auch schön, den Flugplatz einfach wieder zu sehen und wieder zu wissen, ich komme auch wieder nach Hause. Fehlt nur noch die Unterschrift im Ausbildungsheft. Ja, ich habe mich wohlgefühlt. Ja. Ich habe ihm viel überlassen und er hat es entsprechend gut gemeistert. Von daher ist er eigentlich schon ein bisschen weiter, als der Ausbildungsstand wiedergibt. Sehr schön. Spaß gemacht. Sehr gut. Tito. Es war ein toller Flug, es war ein tolles Erlebnis, jetzt das erste Mal weg zu sein. Ich weiß nicht, wie ich das alleine machen soll jetzt noch im Moment, aber das wird sich in den nächsten Flügen auch lernen lassen, das Ganze.